Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser wunderschönen, traumhaften Insel, von der wir nicht runter wollen. Wir bleiben ja ein bisschen. Hooked on You, ein Spiel von dem lieben Hoshi. Danke nochmal. Hier geht es jetzt weiter, exklusiv für dich und alle, die dieses Video angeklickt haben. Wir wollen zur Lounge. Wir wollen zur Lounge. Danke. Endlich sind wir von dieser absurden Vorstellung befreit, dass wir vier ein entspanntes Volleyballspiel 2 gegen 2 auf die Reihe kriegen würden. Das Gespenst schaut unter ihrem riesigen Sonnenhut hervor und flüstert dir verschwörerisch zu. Ich weiß nicht, wessen Idee Volleyball überhaupt war, aber ich hasse es. Ich habe versucht, einen verstauchten Knöchel vorzutäuschen. Aber da ich technisch gesehen über dem Boden schwebe, hat mir niemand abgenommen, dass ich überhaupt Druck auf meine Gelenke ausübe. Dann habe ich versucht, alle durch völliges Desinteresse zu ärgern. Als das nicht wirkte, habe ich es mit Jammern versucht. Aber das funktionierte ebenfalls nicht. Also habe ich gedroht, jede einzelne Person auf dieser Insel zu töten! Aber wie sich zeigt, bin ich nicht die Erste, die auf dieser Insel mit solchen Drohungen um sich wirft. Also danke ich dir, dass du die Sache beendet hast. Wie schnuckelig sie sein kann. Wenn ich mir sie so angucke, hat sie ein bisschen einen sehr zerbersteten Körper. Aber was für einen zerbersteten Körper. Drohen wir uns wieder gegenseitig mit Mord? Nun, es ist Dwight, der einen verschwörerischen Ton anschlägt. Seine Augen verdrehen sich, während er laut flüstert. Bitte mach schnell! Das wirst du sagen, wenn wir hinter der Bar stehen und dir einen Drink deiner Träume zu bereiten. Ah! Urkomisch, nicht wahr? Nicht wahr, Dwight? Ey, ja, genau. Also, was nimmst du? Einen Wodka-Soda, einen Sangria, ein Scotch auf Eis oder einen Virgin Daiquiri? Ich nehme einen Sangria. Etwas Fruchtiges, aber Erfrischendes. Aber nicht in Richtung Kokosnuss rum. Vielleicht eine Sangria? Mit Vergnügen. Klingt gut. Solche Drinks haben wir zu Hause auch genossen. Naja, nicht wir. Ich habe mal einen Typen gesehen, der so etwas getrunken hat. Und er sah glücklich aus. Jetzt ist es deine Chance, diesen Glücklichmacher selbst zu probieren. Na, was sagst du? Ist das eine Art Saft? Sind hier irgendwo Kinder versteckt? Nein, es ist ein Getränk für Erwachsene, die es etwas fruchtig mögen. Oh, verstehe. Die Jägerin schien sich über die Anwesenheit von Kindern zu freuen und wirkt nun enttäuscht, dass es keine gibt. Aber ich persönlich bin froh, dass nur Erwachsene auf der Insel sind. Kleine Kinder sollten solche Situationen nicht ausgesetzt werden. Nicht mein Ding, aber okay. Anstoßen kann man damit, oder? Auf neue Abenteuer. Auf neue Freunde. Auf, Stößchen. Hast du gerade Stößchen gesagt? Nein. Nun, da wir deine Wünsche erfüllt haben, ist es an der Zeit, dass du dich revanchierst. Ich hätte wissen müssen, dass es einen Haken gibt. Zeit für ein Eisbrecherspiel. Ich schwöre, wenn ich gewusst hätte, dass hier so ein aufgesetzter Gemeinschaftsmist abgezogen wird, wäre ich am liebsten zum tiefsten Punkt des Ozeans gewandert, als einen Fuß in diese Bar zu setzen. Meinst du nicht, dass es Spaß machen könnte? Wenigstens ein bisschen? Oder nee? Ich hasse es, ist doch scheiße. Andererseits, vielleicht ist es auch okay. Was auch immer ihr sagt. Hat jemand meinen Hut gesehen? Ich habe ihn noch nie einen Hut tragen sehen.
Wenn wir schon Smalltalk machen müssen, dann suche ich mir lieber selbst ein Thema aus, anstatt ein beknacktes Improvisationsspiel zu absolvieren, das Nerds bei unsportlichen Aktivitäten nach der Schule betreiben, an denen ich definitiv nie teilgenommen habe, weil ich kein Nerd bin. Ich finde, da protestiert jemand ein wenig zu vehement. Ich sitze hier an einem wunderschönen sonnigen Nachmittag, mit warmem Sand oder dem kühlen Nebel unter meinen abgetrennten Füßen. Und das Thema, das ich wähle, sind Bücher. Romane, Comics, Belletristik oder Sachbücher. Lesen ist die einzige wirkliche Flucht vor dem unausweichlichen Schrecken des Lebens. Die Flucht in deinen eigenen Kopf. Ein Stöhnen geht durch die Menge. Dieser Reaktion nach zu urteilen, gibt es hier nicht viele Leser. Als es ums Trinken ging, war mehr Begeisterung zu spüren. Angesichts der Situation, in der wir uns befinden, würde ich gerne eine Frage stellen. Die. Welches Buch würdest du auf eine einsame Insel wie diese mitnehmen? Und es sollte sich um klassischen Horror handeln. Die Gründe dafür liegen wohl auf der Hand. Sie meint, dass, weil das hier eine Insel der Horrorgestalten ist. Und außerdem sind diese Bücher gemeinfrei. Nichts zu Modernes. Die Menschheit ist in den letzten 100 Jahren verweichlicht. Also, was ist dein Lieblingsbuch? Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Bücher, nein, danke. Wusstet ihr, dass die Originalaussprache von Dr. Jekyll eigentlich Dr. Jekyll ist? Es gibt nur einen Film, der das richtig gemacht hat. In allen anderen Filmen wurde Dr. Jekyll ausgesprochen. Und, so nennen ihn auch die meisten. Dr. Jekyll. Lerne mit Anna und die. Gern geschehen. Soll ich ganz ehrlich sein? Ich habe keinen der Bücher gelesen. Es tut mir leid um Bram Stokers Dracula. Es tut mir leid um... Scheiße, ich habe den Namen der Autorin vergessen von Frankenstein. Ist mir peinlich. Und das Buch ist von Robert Louis Stevenson. Dr. Jekyll, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Von Frankenstein. Wie hieß da nochmal die Autorin? Das muss ich jetzt nachschlagen. Jane? Jane irgendwas? Hilft mir jemand? Frankenstein. Mary Shelley. Ja, irgendwas mit Jane, habe ich ja gesagt. Aber ich gehe mal mit Dracula. Dracula ist ein Klassiker, der immer noch gruselig ist. Von einem ansehnlichen Fremden verführt zu werden, nur um später zu erfahren, dass er ein unsterblicher Schurke ist. Das ist geradezu... spannend. Ja, das auch, aber eigentlich wollte ich sagen... dass du trotz des abartigen Verhaltens von Dracula und der tödlichen Bedrohung, die er darstellt, nicht umhin kamst, die Befreiung vom Status Quo, die er verkörpert, geil zu finden? So ergeht es mir ebenfalls. Wen interessiert, ob irgendein alter Arzt den für einen Bösewicht hält? Soll man lieber nach Knoblauch stinken und allein schlafen? Wer will denn sowas? Wenn man im Albtraum des ewigen, untoten Lebens gefangen ist, womit ich mich übrigens ein bisschen auskenne, dann gibt es viel Schlechteres als tote Klamotten, ein Schloss und einen Liebhaber, der sich von niemandem etwas gefallen lässt. Das Gruseligste an Dracula ist doch eigentlich der Gedanke, dass niemand interessanten Sex verheißt als ein Vampir. Interessanteren Sex verheißt als ein Vampir. Now we are talking. Und wir talken nicht mehr weiter, jedenfalls nicht darüber. Es wird gerade interessant. Genug von diesen alten Geschichten anderer Leute. Es ist Zeit, dass wir uns ein paar neue Geschichten ausdenken. Bevor du weißt, wie dir geschieht, fuchtelt die Jägerin mit einer leeren Wodkaflasche in der Luft herum, mit einem teuflischen Zwinkern in ihrem halbmaskenbedeckten Auge. Das ist keine Wodkaflasche. Ich trinke persönlich jetzt nicht so viel Wodka, aber ich kenne mich aus. Das ist keine Wodkaflasche. Darf ich dir etwas Unanständiges vorschlagen? Lasst uns alle einen Kreis bilden und diesen bösen Buben drehen. Ich hoffe, sie meint die Flasche und nicht mich. Super Idee! Auftritt der Trickster. What the fuck, wo kommst du denn her? Und warum siehst du so normal aus? Trickster? Ist es nicht ein bisschen spät, um einen neuen Charakter einzuführen? Wobei, ich dachte, ich würde dir die Regeln aufstellen, also weiß ich eigentlich gar nicht, wen ich da frage. Wie dem auch sei, darauf war ich nicht gefasst.
Hallo. Und wer ist dieser neue potenzielle Fan? Verpiss dich, Mistkerl. Ich weiß nicht, es kann doch nicht schaden, eine weitere Person in unserem Spielekreis aufzunehmen, oder? Oh, ich kann nicht bleiben. Ich habe nur gesagt, dass es eine super Idee ist und gleichzeitig den mysteriösen Trickster-Abgang angedeutet. Ich habe viel, viel wichtigere Dinge zu tun, als hier rumzuhängen. Ich bin berühmt. Tschüsschen. Das heißt Schüsselrö. Die Regeln sind denkbar einfach. Erst drehen, dann Spuck austauschen. Aber um es klarzustellen, das hier ist keine Peepshow. Wir sind hier, um uns zu amüsieren, aber auf eine stilvolle Art. Knutschereien müssen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Richtig romantisch. Ja, Romantik ist das Ziel. Wir werden hier alle in völliger Stille warten und versuchen zu lauschen und unsere Fantasie spielen zu lassen, während du auf der anderen Seite der Bar rummachst. Aber wir schauen nicht zu. Was passiert hier gleich? Wir Erwachsene. Romantisch orientierte, aber ausgeglichene Erwachsene. Dee, du bist dran. Du hältst die Flasche in deiner Hand und legst dein Schicksal in die Hände der Götter der leeren Flaschen. Minispiele bestehen aus zwei Teilen. Oben befindet sich ein Zeiger, der sich im Uhrzeigersinn dreht. Und unten ist ein Ziel, auf das du zielen willst. Das anstehende Minispiel ist ein besonderes Minispiel, perfekt für Leute, deren es an Koordination mangelt, denn es gibt kein Gewinnen oder Verlieren. Technisch gesehen nicht. Worüber der Zeiger anhält, das ist dein Ergebnis. Aber wenn er nicht da anhält, wo du es willst, ist es ein bisschen wie verlieren. Aber niemand muss erfahren, wenn du es nicht sagst. Okay, ich behalte es für mich. Okay, bist du bereit zu spielen? Oder möchtest du, dass ich das wiederhole? Ich bin bereit. Bereit! Auf geht's. Dreh die Flasche und finde heraus, wen du knutschen wirst. Hurra! Das Gespenst. Ihr zwei seid füreinander bestimmt. Abgedreht. Du musst tatsächlich mehrere Male drehen, um die richtige Partie zu finden. Und das ist die Person, bei der die Flasche zuerst dreimal landet. So spielen wir Hardcore-Flaschendrehen auf dieser Insel. Und jetzt dreh los. Was? Oh shit. Der Geist. Ich meine, ja, das wollte ich auch. Ich will keinen Mann knutschen. Das Gespenst. Das Gespenst. Das Gespenst ist die richtige Partie für dich. Ich habe ein Achievement bekommen. Gelegentlicher Minigamer. Alle? Oh. Erst heute Morgen bist du an einem dir unbekannten Strand aufgewacht, umgeben von Fremden mit mörderischen Absichten. Und jetzt blickst du über ein Strandtuch hinweg auf das Gespenst. Siehst die Lust in ihren Augen und den Schweiß auf ihrer Haut. Dein Herz rast. Du spürst, wie dein Puls in deinen Ohren pocht. Das Gespenst nimmt dich an der Hand und ihr setzt euch in einen privaten Bereich der Bar. Angesicht zu Angesicht. Sie fängt an, nach dir zu greifen und legt ihre Hände auf deine Schultern. Du schwitzt, aber nicht so sexy wie sie. Nein, du schwitzt eher eklig, wie bei einem Vorstellungsgespräch für einen Job, für den du nicht im Entferntesten qualifiziert bist. Du hast keine Ahnung, was du tun sollst. Wenn du versuchst, sie in diesem Zustand zu küssen, könntest du sie so sehr anekeln, dass sie dich nie wieder romantisch ansehen wird. Gespenst, ich, du, wir. Ich muss dir leider etwas sagen. Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Ich glaube, es könnte Seetang sein. Ich weiß. Wer weiß, wie lange ich in diesem Ozean war. Ich glaube, das ist Seetang. Nein. Naja, vielleicht doch. Aber das wollte ich nicht sagen. Es wird nicht passieren. Nicht jetzt. Und vielleicht nie. Wer glaubt, dass ich mit Fremden rummache, nur weil eine Flasche es mir befohlen hat, der hat sich geschnitten. Und du wirst auch geschnitten. Nämlich mit einem Katana in dein Herz, wenn du unter derart absurden Umständen auch nur versuchen solltest, mich zu küssen. Ich hatte nicht vor.
Ja, ich weiß. Du scheinst ziemlich harmlos zu sein. Und vielleicht auch gar nicht schlecht zu küssen, wenn ich Interesse hätte, was ich im Moment nicht habe. Du fragst dich, ob wir den anderen sagen werden, dass wir uns geküsst haben? Das werden wir. Ich habe kein Problem damit zu lügen und zu bekommen, was ich will. Als du sagtest, dass ich vielleicht gar nicht schlecht zu küssen sei, war das also nur eine Lüge? Wenn du die Wahrheit wissen willst, musst du sie selbst herausfinden. Aber erwarte nicht, dass das Leben dir nur Geschenke macht. Alles, was ich je bekommen habe, war Schmerz und Leid. Behandle ich mich gut, dann werde ich dich auch gut behandeln. Wenn du es auf eine andere Tour versuchen solltest, wirst du sehen, was du davon hast. Es tut mir leid, einen so leidenschaftlichen Moment unterbrechen zu müssen. Wobei wir natürlich nur annehmen, dass er leidenschaftlich war, weil wir dir bestimmt nicht ständig nachspionieren würden, während du auf dieser Insel bist. Aber das Abendessen wird gleich serviert und wir müssen darauf bestehen, dass ihr euch anschließt. Wir wollen nicht, dass jemand vor Hunger stirbt. Wo es jedoch doch viele weit interessantere Dinge gibt, an denen man sterben kann. Aha. Die nächste Aktivität scheint das Abendessen zu sein. Wie originell. Was hast du denn erwartet? Capture the Flag? Weißt du, wie kompliziert das ist, so ein Spiel zu organisieren? Viel komplizierter als sitzen und reden. Als du im Grillplatz ankommst, findest du eine Reihe von Picknicktischen, die über das Gelände verteilt sind. Dachtest du etwa, es gäbe einen prachtvollen Saal mit einer riesigen Festtafel? Das hier ist kein prestigeträchtiges Fantasy-Epos irgendeines prätentiösen Kabelsenders. Was habe ich gesagt? Prätentiösen? Prätentiös meine ich. Dwight und Claudette. Warum stolper ich ständig über ihren Namen? Dwight und Claudette geleiten dich zu deinem Platz. Aber es gibt nur wenig Sitzplätze direkt um dich herum. Und na toll. Es scheint, dass jeder neben dir sitzen will. Die Sache wird dadurch kompliziert, dass bestimmte Leute nicht neben bestimmten anderen Leuten sitzen wollen. Erstens will niemand neben dem Fallensteller sitzen. Er hingegen weigert sich, neben dem Geist oder Trickster zu sitzen. Ja, genau. Der Trickster ist auch hier. Überrascht? Tja. Er heißt nicht Erwartster. Tut mir leid, aber sogar ich werde bei dieser Menge von Killern nervös und ganz aufgeregt. Hallo, du siehst gut aus, Dee. Wirklich gut. Die Jägerin und der Fallensteller können auf keinen Fall zusammensitzen. Muss ich mir das eigentlich notieren? Ich hoffe, ich kriege gleich einfach eine Wiederholung davon. Nein, im Ernst. Ihre Arme sind zu groß. Sie passen nicht an den Tisch, wenn sie nebeneinander sitzen. Schau sich das einer an. Wir können nicht mal alle gleichzeitig auf den Bildschirm bringen. Du denkst wahrscheinlich, dass das ein Fehler ist. Aber so ist es nicht. Es ist volle Absicht. Merk dir das. Jeder Fehler, den du zu erkennen glaubst, ist in Wirklichkeit eine bewusste Entscheidung. Klar. Ist das Spiel verbuggt? Okay, weiß ich Bescheid. Okay. Dwight und Claudette leiten den Verkehr. Du sitzt auf der einen Seite, alle anderen setzen sich dir gegenüber. Die Jägerin und der Fallensteller können mit ihren riesigen sexy Armen an den Tischenden sitzen. Nun, da alle Platz genommen haben, können wir mit dem Essen beginnen. Achso, ich habe gedacht, ich müsste sie selber zuordnen. Das heutige Essen wurde mit viel Liebe und Sorgfalt 12 Stunden lang auf einem Spieß zubereitet. Wir hoffen, dass es euch allen schmeckt. Das hoffen wir wirklich sehr. Hey, du hast nicht gesagt, was du servierst. Was essen wir denn? Es ist Fleisch. Geschmacklich aufgewertet mit einer bestimmten Anzahl spezieller Kräuter und Gewürze, die wir nicht verraten dürfen. Meine Lieblingsspeise! Fleisch ist gut. Fleisch ist Mord. Was du wissen müsstest, wenn man bedenkt, was du alles planst. Dafür bist du ganz schön voreingenommen, oder? Ich äußere nur Fakten. Man muss etwas töten, um Fleisch zu essen. Also ist es streng genommen wahr. Streng genommene Wahrheit ist die beste Wahrheit. Okay, genug gequatscht. Lasst uns essen. Hey, Dee, denkst du, was ich denke?
Das ist doch ein Mensch auf dem Spieß, oder? Oder mehrere Stücke von mehreren Menschen. Ich habe jedenfalls noch nicht viele Schweine gesehen, die Palmendrucke tragen. Wenn du den Spieß genau ansiehst, entdeckst du zwischen einigen Fleischschichten eindeutig Stofffetzen. Ich glaube, mir wird schlecht. Gibt es noch etwas anderes zu essen? Das hier hat 12 Stunden gebraucht. Und wir machen buchstäblich alles auf dieser Insel. Eine Sache werdet ihr heute auf keinen Fall tun. Diese köstliche Mahlzeit tranchieren. Wow, zur Abwechslung hat er mal recht. Dazu habe ich meine Breitaxt. Sie ist das perfekte Werkzeug, um alles in 2 Hälften zu hacken. Das kannst du vergessen. Ich mache das mit meinem Hackbeil. Schnell, kraftvoll und sauber. Zumindest ist es sauber, wenn das Fleisch gegart ist. Kein Blut und so weiter. Puh, ihr zwei und eure alberne Bizeps-Garalität. Genug, werdet endlich erwachsen. Mein wunderschönes Katana ist natürlich die einzige Option. Von wegen! Ich kann euch beide gerne näher mit meinem Katana vertraut machen und in die Hölle schicken, wenn ihr wollt. Bitte, hört auf. Ich hasse es, wenn wir uns streiten. Oder reden. Oder wenn wir uns in die Augen sehen. Lasst mich es machen. Ich habe den Schädel von Azaroth. Na prima. Statt das Fleisch zu zerschneiden, kannst du es stumpf platt machen. Heidi, ich weiß, du würdest lieber etwas anderes essen. Aber du solltest dich schnell freiwillig melden, um Felix zu zerlegen. Ich meine das Essen. Grüße gehen raus an den armen Felix. Du weißt, wen ich meine. Sonst geht das hier noch stundenlang so weiter. Ich übertreibe nicht. Sie haben sich einmal 72 Stunden lang darüber gestritten, wer die effektivsten Waffen hat. Und hinterher reinigen sie ihre Waffen und halten weitere stundenlange Vorträge darüber, wie wichtig die Werkzeugpflege ist. Obwohl sie ein Haufen kaltblütiger Mörder sind, scheinen sie Angst vor Tetanus zu haben. Krass. Hey, wie wäre es, wenn ich das Essen zerlege? Tolle Idee. Wir wollen nicht, dass es kalt wird. Nachdem es schon einmal kalt gemacht wurde. Großartig. Hier ist eine Machete, frisch geschärft. Minispiele bestehen aus 2 Teilen. Oben befindet sich ein Zeiger, der sich im Uhrzeigersinn dreht, und unten ist ein Ziel, auf das du zielen willst. Manchmal ist das Ziel sofort sichtbar, manchmal ist es versteckt, bis der Zeiger ankommt. Drücke die Leertaste. Die Leertaste, um den Zeiger anzuhalten. Während er sich über dem Ziel befindet, um zu gewinnen, landest du nicht auf dem Ziel, hast du verloren. Um einen perfekten Erfolg zu erzielen, lande auf dem Anfang des Zielbereichs, nicht auf dem Ende. Okay, bist du bereit zu spielen oder möchtest du, dass ich das wiederhole? Ich bin bereit. Leertaste? Ich spiele die ganze Zeit mit der Maus. Okay, ich bin bereit. Auf geht's. Schneide! Perfekt. 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 Ja, super. Achievement, krasser Minigamer. Alter, makellos. Das war vielleicht das Sexieste, was ich je gesehen habe. Abgesehen von Verstümmelung. Vielleicht sollten wir das Essen ausfallen lassen. Komm mal wieder runter. Wir wollen nichts überstürzen. Denk dran, Dee. Offenbare nicht gleich alle deine Karten. Du willst nicht, dass sie etwas erwarten. Was? Aber ich gewinne Minispiele nun mal gerne. Ich bin Gamer. Das Essen ist endlich serviert. Echt jetzt? Die Geräusche, die 3 maskierte Killer beim Essen von sich geben, dazu müssen sie ihre Masken anheben und das Essen dahinter in sich hineinstopfen, sind ziemlich garstig. Das Gespenst hingegen isst keinen Bissen. Sie ist die einzige, die das Todsein wirklich zu begrüßen scheint. Die sind doch alle tot, oder? Das ist die Hölle, oder? Ich meine... Komm, sei still. Wir versuchen immer noch geheimnisvoll zu sein. Und Geheimnisse sind nicht einfach.
Claudette und Dwight sind nicht die Einzigen, die sich den Arsch aufgerissen haben, um diesen Abend perfekt zu machen. Wenigstens nehmen sie ihre Masken ab. Die Sache wäre noch einen Hauch ekliger, wenn sie versuchen würden, das Zeug dahin durchzuquetschen. Gespenst, warum bist du nicht hungrig? Die beiden besten Dinge daran, tot zu sein, sind, nicht essen müssen, zu müssen. Das ist nur ein Ding. Denk mal genau nach, Dee. Nummer 2 fällt gar nicht erst an, wenn man nicht isst. Eine Sache weniger, über die man sich im Jenseits Gedanken machen muss. Ich verstehe. Sie hat keinen Stuhlgang! Selbst wenn ich essen wollte, habe ich keine Ahnung, was darauf folgen würde. Wie du vielleicht bemerkt hast, bin ich größtenteils ein Haufen zerstückelter Körperteile, die in spektraler Form schweben. Siehst du, wie tief der Schnitt in meinem Bauch ist? Ich glaube, mein Verdauungstrakt ist gar nicht mehr verbunden. Gut, da können Sie recht haben. Angesichts des Essens und des Verhaltens der Gruppe könnte das hier die schlechteste Mahlzeit aller Zeiten sein. Aber noch schlimmer ist, dass sie dich anstarren, denn du isst nichts. Das gefällt ihnen nicht. Und ich glaube, sie wollen eine Erklärung, warum du nichts isst. Was willst du ihnen sagen? Was ich ihnen sagen werde und ob ich doch noch ein Stückchen von Felix, ich meine von dem Essen esse, das erfahren wir in der nächsten Folge von Hooked on You, Day by Daylight Simulation Sim. Ich danke euch bis hierhin fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal dann. Macht es gut, euer Anna und Die. Tschüss, Leroux.